Willkommen zurück zu meiner ersten Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2 und ja, wir transportieren heute ein wenig Fracht von Amsterdam nach London. Joghurt transportieren wir. Und ja, würde ich sagen, setzen wir uns mal hier rein und starten mal den Motor. Und schalten wenig Licht ein und fahren dann auch schon los hier. Grafikeinstellung auf Ultra. Also der zieht nicht so viel wie der TS, also Train Simulator. So. Kommt los. Oh, das fängt ja sehr gut an. Ja. Passiert. So. Geht's weiter hier aus Amsterdam. Richtung London. Gerade noch so bei Gelb rübergekommen. So, da vorne ist grün. Wir werden dann mit der Fähre fahren. Auf die britischen Inseln. So, hauen wir mal das Tempomat rein. So. Ja, warum Euro Truck Simulator? Es ist gerade sehr stark reduziert. Das kostet jetzt 6,75 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und da habe ich mir das mal zugelegt hier, weil das auch viele Leute spielen. Momentan funktioniert der Multiplayer nicht. Die Leute arbeiten aber daran. Und ja, da habe ich mich mal dazu entschlossen, hier ein kleines Euro Truck Simulator Let's Play zu machen. Und ja. Wird meiner Meinung nach nicht so lange dauern. Ich habe heute erst angefangen mit dem Spiel. Ich wollte jetzt nicht gleich von Anfang an hier das Spiel Let's Playen, sondern einfach mal so eine ganz gemütliche Fahrt. Genau. So, wir fahren übrigens mit Ich war das nicht. Ich war das nie. Das war jemand anders. Ich war's nicht. Ja, ich guck gleich mal nach, mit was wir überhaupt fahren hier. Automarke kenne ich nicht, oder die LKW-Marke. Ist ja auch egal. Ich kenne mich damit nicht so aus. Wie gesagt, ich oder ist gerade ein Flugzeug gelandet, habt ihr das gesehen? Dort sieht man noch die Heckflosse. What the fuck, sah das geil aus. Weiß nicht, ob man das hier noch sieht. Ja, da steht's. Das ist gerade gelandet. Das ist ja mal richtig geil. Gerade ein Flugzeug hier einfach gelandet. Das sah cool aus. So, Tempomat rein hier und dann geht's hier in den Tunnel. Scheint ein Flughafen zu sein, wenn hier gerade ein Flugzeug gelandet ist. Ich fahre mit der Maus hier als Lenkrad. Also ich benutze die Maus. Ups. Ja, hier stehen schon die Flugzeuge hier. 737. Da ist wie ähnlich in Leipzig so eine Brücke, wo die Flugzeuge drüber fahren. Ist das Amsterdam Schiphol? Kann das sein? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt geht's hier bergab. Stark, du. Richtige Welle hier. Wir sind gleich in Rotterdam. Rotterdam. Dann geht's auch gleich auf die Fähre. Die müssen wir dann leider skippen. Ich hätte gern mal miterlebt, wie man so auf die Fähre drauf fährt und dann wieder runterfährt und sowas, dass man nur die Fahrt von der Fähre, erster Aufenthalt in Rotterdam, skippen kann.
Baustelle. Das hört sich an wie der B143, die SIFA. Okay. Oh, wir sind 50. Fahren wir natürlich auf 50 hier. Brüssel-Zentrum. Nee, wir wollen nach rechts. Jetzt noch einmal nach rechts. Na komm. Bin jung. So. Mit 80 geht's hier weiter. Rund um den Flughafen. Sieht man ja hier die Zäune. Also ich finde die Grafik sehr, sehr geil. Und hier ist ja auch die Unreal Engine drin, im Gegensatz zum Train Simulator. Also die Grafik hier und die Sonne und die Schatten, das sieht alles sehr, sehr geil aus. Gefällt mir alles sehr. Bisschen zu schnell hier. Hauen wir mal das Tempo mal bei 80 rein. Wie so eine AFB hier. Automatische Fahrbedienung. Auch die Straßentexturen und hier die Windräder und die Brücken. Also das ist eine super geile Grafik. Meiner Meinung nach. Und jetzt will der bestimmt hier rüber. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Das war sehr knapp. Engeland ist rechts. Da fahren wir auch hin. Engeland. Stand dort auf dem Schild. Ja, Engeland. Dann geht's hier drüben gleich auf die Fähre. Hier in dem Spiel. So. Ups. Kleine Bodenwelle hier. So. Harwich. Wir wollen nämlich nach London. Hier die Bilder, die Grafik ist. Oh, dunkel, dunkel, dunkel. Oh, das habe ich gut ausgemacht. Tut mir natürlich leid. Volllicht an hier. So, kommt hier was? Nee. Es ist natürlich hier Linksverkehr. Weil wir jetzt in England sind. So, dass ich die Ampel noch sehe. Vielleicht schon ein bisschen, aber den werden wir dann noch, ups, den werden wir dann noch sehen, wenn wir auf dem Land sind, also wenn hier keine Straßenlaternen mehr sind. So. Thank you.
Position hier die Straßenlaternen auf. Und wir fahren jetzt entgegen, also gegen den Mond. Das sieht richtig geil aus. In den Wald rein hier. So, ich hab's Tempomat mal reingehauen. Also nachts ist immer noch die beste Stimmung. 0:55 Uhr. Hier ist eine Baustelle. Keine Baustelle mehr zu finden hier. Arbeiter. Gegen den Mond. Um 1:02 Uhr nachts. Ja, fahren gar nicht mehr so weit. Sehr schön. Jetzt müssen wir gleich links abbiegen hier, sehe ich im Navi. Hier sind zwar 97 erlaubt, aber wir bleiben auf den 64, weil hier kommt eh kleine Linkskurve. Muss man jetzt nicht extra beschleunigen. Wann sollen wir eigentlich da sein? Samstag 16:39 Uhr. Die A12 ist das hier. Ich habe mir noch keinen eigenen LKW gekauft. Und habe auch noch keine Mitarbeiter, also ich muss mich hier noch hochleveln. Ich hatte heute schon mal 16.000 Euro, aber dann ging flögen wegen Motorschaden und so weiter. Oh fuck, das war ein falscher Knopf. Dann ging das Geld flöten wegen Motorschaden und Unfälle und sowas. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Da ist das natürlich nicht so schön, wenn man jetzt nur 2000 hat, aber muss man mit leben können. Schwache Licht anmachen, hier seht ihr mehr den Sternhimmel. Ups. Die Pfeile, geil. Erinnert mich irgendwie an Need for Speed. Wir müssen eigentlich mal tanken hier. Hier auch schönen See hier. Gefällt mir sehr. Wie das Mondlicht sich daran spiegelt. London. London. In die Mitte bitte. Wenig los hier auf den Straßen um 2 Uhr früh oder nachts. Wie man es immer nennen mag.
Also gerade. Wieder dem Mond entgegen hier. Passt alles sehr schön zur heutigen Stimmung, also zur jetzigen gerade Stimmung hier. Wir haben es nämlich gerade in echt hier bei mir. Moment. 20.53 Uhr. Stockduster. Herbst 2014. Ich war dabei. London. Cardiff. Wo liegt denn das? Sehen hier. So. Tempomat bei 65, das passt. Oh fuck, ich bin falsch gefahren, aber egal. Dort vorne können wir auch links abbiegen. Wir wollen ja keinen Umweg fahren, ne? Aufenthalt in London. Hier hätten wir gar nicht abbiegen können, es geht hier über eine Brücke. Deswegen müssen wir hier einen kleinen Umweg fahren. Guten Tag, Kollege. Die Hupe klingt von innen sehr komisch. Geht. Hält sich in Grenzen. Wir könnten jetzt natürlich hier gleich links abbiegen. Das wäre wesentlich kürzer. Ach ne, ist ja wieder bloß eine Brücke. Oh. Okay, dann willkommen zur Stadtrundfahrt in London hier. Wir fahren heute einmal durch quer durch London. Auch die Gebäude hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das nur eine Fotowand ist oder so. Aber sieht auf alle Fälle in Ordnung aus. Ja, hier links die Industrie. NBFG oder C. Konnte ich jetzt nicht erkennen. Grüne Welle für uns. So, und da wären wir auch schon angekommen hier. Und gute Arbeit steht hier oben. Ja, minus 375 Euro. Bam, Level 4. Fortfahren. Natürlich Kraftstoff wieder, wie ich das die anderen Level gemacht habe, anwenden. So. Ja, und damit freue ich mich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Euro Truck Simulator. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da oder kommentiert das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Abend. Bis zum nächsten Abend. Oder mal. Ciao.